für seinen Teil komplett verantwortlich, weil wir es von vorne bis hinten zu Ende nähen. Man braucht Maßband und viel, viel Übung und Augenmaß. Ich vergleiche das immer mit Keksen backen. Man rollt einen Teig aus und muss aus dem Teig halt möglichst viel rausholen. Und genauso ist es mit den Lederhäuten, weil die ja sehr teuer sind. Wir machen tolle Stühle und da kann man, glaube ich, stolz drauf sein. Hier muss man sich auf jedes Stück individuell immer wieder neu einstellen. Weil Leder, das hat eigene Eigenschaften, es dehnt sich mal mehr, mal weniger. Und da muss man schon sich anpassen können. In 90% von den Stühlen, die hier rausgegangen sind, habe ich selber gebaut. Man muss darauf achten, dass immer 100% Qualität rausgeht. Das ist für mich immer das Wichtigste. Bin ich dafür verantwortlich, wie der Tisch nachher aussieht. Und das macht einen dann schon stolz. Wir stellen Tische und Stühle her auf einem Top-Qualitätsniveau. Und es kommt vor allen Dingen darauf an, dass die einzelnen Teile gut ineinander greifen. In 2014, 2015 hatten wir das größte Stuhlprojekt bei Wilkan mit etwa 10.000 On-Stühlen. Wir hatten relativ wenig Zeit für die Produktion und es waren Mengen, die hier durchgelaufen sind, die waren schon wirklich fantastisch. Unsere Auseinandersetzung mit den Produkten ist so intensiv, dass wir wirklich aus allen Blickrichtungen geschaut ganz genau wissen, was das Produkt am Ende kann und können muss. Wir sind mit dem On sehr weit gegangen in der Analyse. Wir haben insgesamt 5 Jahre Entwicklungszeit investiert, um herauszufinden, was in der Arbeitswelt sich ändert, aber auch welche Funktionalitäten eigentlich für die Zukunft wichtig sind. Das Ergebnis ist, dass wir heute ein tiefes Wissen haben über die Beweglichkeit des Körpers und wir können heute sagen, dass wir sicher für die nächsten 10 Jahre dann noch auch weitere Entwicklungen auf Lager haben. Das sind neue Technologien, die zum Einsatz kommen, um beispielsweise neue Kunststoffe einsetzen zu können. Das sind aber auch neue Konzepte, wo es eher viel stärker um die Nutzung geht. Das zusammenzubekommen und da einen guten Entwurf draus zu machen, das wird mich in den nächsten Jahren intensiv beschäftigen und darauf freue ich mich auch.